Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den großen von Rituals an, und zwar den für 149,90 Euro. Der mit 274 Euro Warenwert verspricht, richtig krassen Inhalt drin zu haben. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich liebe es einfach jedes Jahr aufs Neue, dass die halt diese Adventskalender mit den Häuschen rausbringen. Die sind schön zum Wiederbefüllen. Man kann hier theoretisch auch noch eine Lichterkette reinmachen, aber das wäre hier ein bisschen mit dem Videodrehen ein bisschen schwierig geworden, ne? Aber wenn man sich das mal anguckt, das ist echt ein Schmuckstück und das hast du und das kannst du jedes Jahr aufs Neue wieder befüllen. Finde ich richtig schön. Ja, das mit den Brücken war eine neue Idee von Rituals, hat nicht ganz so geklappt, die springen alle raus und das hier ist die absolute Premium-Version, die teuerste Version und da hoffe ich, dass die auf jeden Fall mehr geiles Zeug beinhaltet als jetzt der mittlere. Der war nämlich leider nicht so der Bringer. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das wäre richtig, richtig cool. Und ja, bei diesem Adventskalender haben wir sehr wahrscheinlich auch 4 Türchen, 4 Kläppchen, 4 Boxen identisch zu allen anderen im Prinzip. Denn hier am 1. Dezember haben wir auch schon direkt unseren ersten Adventssonntag. Und da packt Rituals klassischerweise auch immer wieder ihre süßen kleinen Kerzen rein. Hier haben wir die Smooth Violet Kerze. Die brennt auch gerade tatsächlich bei uns im Wohnzimmer. Und ich finde den Duft okay. Er macht mir aber tatsächlich so ein bisschen Halskratzen. Ja, schon so ein bisschen, ne? Wir haben auf jeden Fall deutlich größere Häuser hier. Und das ist jetzt der 2. Dezember. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, packe ich jetzt diesen aus oder den anderen, weil das ist identisch, ne? Precious Amber Handwash mit 110 Millilitern. Ja, okay. Habe ich auch schon im anderen Video gesagt. Guckt euch das gerne an. Verlinke ich euch mal im i. Ist schön. Mein Freund wird sich sicherlich darüber freuen. Das ist ja auch ein eher würzigerer, herberer Duft, ne? Genau, das ist halt eine Seife. Ist aber schön vom Design her. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hä? Ja, auch in der gleichen Größe, ich bin ein bisschen sprachlos, die dazu passende Handcreme mit 85 Millilitern. Und ja, sowas ist immer ganz schön, wenn man das auch so zusammen hinstellt, ne? Das sieht ganz hübsch aus. Sollte man dann vielleicht, wenn man es ins Gästebad stellt, auch ein bisschen kennzeichnen. Steht zwar drauf, aber nicht alle meiner Verwandten können zum Beispiel gut Englisch oder so, ne? Dass man das halt irgendwie auch nochmal sagt, so hey, Achtung, eins ist eine Seife, eins ist eine Handcreme. Hier haben wir die Nummer 4 und hier ist Christmas Glow drin enthalten. Gott sei Dank sind hier 2 Produkte drin. Ich hatte nämlich erst gedacht, yay, eine Sanduhr. Yay. Wofür benutzt ihr sowas? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Zum Zähneputzen vielleicht, ne? Ja, aber ich putze halt meine Zähne, bis sie sauber sind. Und dann haben wir als 2. Produkt hier von The Ritual of Namaste die Renewing AHA Glow Maske drin enthalten mit 15 Millilitern. Finde ich sehr schön. Ich finde auch generell, dass die Winterzeit so die Peeling-Zeit ist. Die Zeit von chemischen Peelings, von Retinol und so Wirkstoffen halt richtig in der Hautpflege. Ich habe hier mal ein Video gedreht zu Peelings und welches so vielleicht für einen das Beste sein könnte. Ja, hört sich auf jeden Fall ganz nett an. AHA ist mehr so Anti-Aging oder Slow-Aging vielmehr. Und ja, das würde ich jetzt auch nicht Ewigkeiten drauf lassen, sondern mich erstmal ein bisschen vorsichtig rantesten. Also bevor ihr das einfach so aus dem Adventskalender verwendet, schaut euch besser mal an, wie man AHA am besten verwendet. Und hier steht nämlich auch nicht so ganz drauf, wie man das anzuwenden hat. Also da auch am besten mit einem Hinweis es weitergeben, ne? Jedenfalls, sofern man den Adventskalender verschenkt und nicht selber öffnet. Hier habe ich jetzt den 5. Dezember. Das ist ein Tag von Nikolaus. Und hier haben wir auch was Großes drin. Und zwar ist das ein Deo, das Ritual of Sakura 24 Stunden Antiperspirant Spray. Ja, mit Reismilch und Kirschblüte. 150 Milliliter sind hier drin. Ich hatte das auch schon mal. Das ist wirklich eher so wie ein Body Spray, würde ich sagen. Du hast zwar diesen Ritual of Sakura Duft, aber ich persönlich habe davon leider nicht so die schützende Anti-Schweiß-Wirkung gefühlt. Aber ich finde es irgendwie einfach mal was anderes, hier auch einfach mal ein Deo drin zu finden. Ne? Nikolaus, der 6. Dezember, darf gerne was Besonderes sein, denn bei uns in Deutschland ist es ja ein wichtiger Tag. Und hier haben wir haben wirklich ein paar identische Sachen hier mit dabei, Leute. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. The Ritual of Karma, Hydra Boost Complex Overnight Body Mask, vor allem auch in den gleichen Größen. Das muss man sich mal reinziehen. Der kostet ja 50 Euro mehr. 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das wird dann eine Körpercreme sein, die einfach ein bisschen reichhaltiger ist, ne? Und ja, deswegen, für mich ist es eine ganz gute Sache. Ich finde eine Overnight Body Mask immer ein bisschen schwierig. Also ich finde ja schon eine Overnight Gesichtsmaske schwierig, aber eine Body Mask weiß ich nicht.
Ist wahrscheinlich einfach eher wie eine reichhaltige Bodycream dann zu sehen, wie ja eben schon gedacht, ne? Ja. Der 7. Dezember ist ein wunderschöner, güldener Tannebaum. Und da haben wir ein Body Mist drin mit 20 Millilitern. Das ist aus der Amsterdam Collection. Sowas finde ich auch ganz süß, ne? Body Mists würde ich persönlich jetzt eher Richtung Sommer verwenden, wenn eh alles ein bisschen leichter ist. Oder halt abends, bevor ich ins Bett gehe. Dann nehme ich auch ganz gerne einen Body Mist, um nochmal so ein bisschen ein Hauch von Spa dann auch quasi mit an meinen Schreibtisch zu nehmen. Denn meistens, nachdem ich nachts um 2 gefühlt geduscht habe, gehe ich nochmal an den Schreibtisch. Und dann irgendwann später mal ins Bett. Jedenfalls aktuell, ne? Sonst ist das alles ein bisschen geregelter. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das ist unser zweiter Adventssonntag. Dementsprechend ist uns, glaube ich, bewusst, was wir hier drin auch finden dürfen. Die Wild Fig Kerze. Hier dazu das Amorelli Adventskalender Unboxing. Gönnt euch hart, wenn ihr möchtet. Oder soft, je nachdem. Genau, das ist auch eine Duftkerze. Und ich finde es schön immer von diesem Vibe her, dass man sagt, okay, jeden Adventssonntag bekommt man eine kleine Kerze. Kann so ein bisschen diese Besinnlichkeit auch bekommen. Dieses Adventskranz-Feeling im Prinzip durch den Adventskalender finde ich immer eigentlich echt schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Riesiges freuen. Hier steht drauf, A Christmas Scent. Oh, das hatte ich letztes Jahr auch im Adventskalender drin und habe das dann in die Küche gestellt. Das war so ein schöner Duft. Das ist Sweet Vanilla. Echt, das war das vom letzten Jahr. Dann kannte ich den Duft ja schon. Genau, da haben wir drin enthalten 100 Milliliter, genau. Und so schaut das einmal aus. Ich fand den Duft so, so schön. Eine Freundin stand in der Küche und ich kam dann zu ihr und hatte ganz vergessen, dass ich den Raumduft aufgestellt habe. Und sie stand quasi genau unter diesem Raumbedufter, weil der bei uns auf der Dunstabzugshaube stand, ne? Und ich so... Oh, du hast aber ein schönes Parfum drauf. Und dann sagte sie, ich habe gar kein Parfüm drauf. Und so, hä? Dann hast du gutes Deo. Nee, habe ich jetzt auch heute Morgen erst drauf gemacht. Das war abends, ne? So, hä? Und irgendwann später so, ach ja, ich habe da ja was hingestellt. Der riecht wirklich toll. Und dann haben wir auch noch diese Duftstäbchen mit dabei. Je nachdem, wie intensiv du einen Duft haben möchtest, wenn du alle Duftstäbchen nimmst, hast du den richtig intensiv. Und immer, je weniger du nimmst, desto weniger intensiv ist der. Weil du musst dir das so vorstellen, dass quasi das durch den Kapillareffekt ja quasi hochgezogen wird. Und dann werden ja diese Stäbchen feucht. Und dann verdampft das Ganze in der Luft, ne? Und verteilt seinen Duft. Und je größer dann ja die Oberfläche ist, sprich je mehr Stäbchen du hast, desto mehr Duft ist natürlich auch da. Für einen kleinen Raum, zum Beispiel unser Mini-Gästebad, wo du gerade mal auf Toilette sitzen kannst, würde ich so 2 Stäbchen verwenden. Fürs Wohnzimmer wahrscheinlich alle. In der Nummer 10 darf es mit einem kleineren Häuschen weitergehen. Oh, ich glaube, wir haben die Gesichtspflege drin. The Ritual of Namaste Baku Chiol Natural Booster. Das ist schön. Skin Tone and Elasticity 20 Milliliter sind hier drin. Und Baku Chiol ist die natürliche Form von Retinol. Ne? Sie ist halt nur nicht so lichtempfindlich, beziehungsweise Baku Chiol macht die Haut nicht so lichtempfindlich. Und hier steht auch drauf, dass es ein natürliches Anti-Aging-Produkt ist. Und das hilft einfach, die Hautelastizität zu erhöhen und den Hautton auszuebnen. Genau, das steht hier auf Englisch drauf. Entschuldigen Sie bitte dieses Gestammel von meiner Warte aus. ich persönlich mag sehr, sehr gerne Retinol, aber auch Baku Chiol, ne? Also das sind beides so sehr, sehr gute, nice Inhaltsstoffe. Ich glaube, Baku Chiol ist einfach insgesamt ein bisschen sanfter. Und ich freue mich auch drauf. Ab Oktober verwende ich auch wieder Säuren, also chemische Peelings. Ich verwende wieder das Retinol und da freue ich mich wie Bolle auch drauf, allerhand Produkte aus dem Dalton Adventskalender verwenden zu können. Da könnt ihr, auf dieser Seite blende ich es mal ein und dem i verlinkt, könnt ihr nämlich gerade mit Presale Claudi nur diese Woche den Adventskalender nämlich 25 Euro günstiger bekommen, also 20% Rabatt. Das heißt, anstatt von 24,90 Euro sind das 99,92 Euro. Das Ding ist nämlich, dass das wirklich nur diese Woche gilt und danach gibt es keinen Rabatt mehr auf den Adventskalender. Wollte ich einfach nur nochmal an dieser Stelle erwähnen. Falls ihr Bock auf gute Skincare habt, schaut gerne mal vorbei, schaut euch vorher vielleicht das Video an oder auch nicht, wenn ihr euch komplett überraschen lassen wollt. Dalton ist und bleibt die Skincare-Brand meines Herzens, meines Vertrauens tatsächlich auch und dementsprechend möchte ich das an dieser Stelle einfach mal mit einwerfen. Oh, der 11. Dezember, die erste Schnapszahl ist sehr, sehr leicht. Ach, guck mal, da haben wir einen Lippenpflegestift drin. Natural Lip Care Repair. So schaut es einmal aus. Sehr, sehr hübsch gemacht. Und das ist auch ein Lippenbalsam, der sehr gut auch unisex funktioniert. Du drückst hier unten drauf, dann springt es oben raus. Richtig nice. Und also unisex in dem Sinne kannst du jeden Lippenbalsam verwenden, aber der ist halt nicht getönt. Und ich finde diese Verpackung halt auch so nice, ne? Und das ist halt einfach ein ganz normaler Lippenbalsam, der aber auch wirklich schön pflegt. Der riecht ein bisschen minzig.
Hätte ich mir jetzt vielleicht für den Adventskalender mit Vanilleduft gewünscht. Oh, die Halbzeit, die Nummer 12, ist sehr schön groß. Also potenziell ist da was Geiles drin, Leute. Für die Hände natürlich. Die Ritual of Ayurveda Instant Care Hand Lotion, die muss ich meiner Schwiegermama in Spee schenken. 70 Milliliter sind hier drin enthalten, denn exakt das ist ihre absolute Lieblingshandcreme. Die stellt sie auch gerne auf die Arbeit und ihre Kolleginnen freuen sich da auch immer drüber. Das heißt, jedes Jahr aufs Neue bekommt sie die auch von mir. Ja, dementsprechend bekommt sie die. Ist safe. Ja, die erste Hälfte des Adventskalenders, Leute. Wir haben schon eine relativ abwechslungsreiche Sache, aber ich merke halt schon, dass dieser Adventskalender irgendwie mit Sparmaßnahmen unterwegs ist. Denn ich hätte jetzt gedacht, so letztes Jahr zum Beispiel hätten die dieses Produkt in einer größeren Größe reingepackt, zum Beispiel. Ne? Oder halt auch beim Body Mist. Das ist ja wirklich winzig. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob wir jetzt in der zweiten Hälfte noch ein bisschen mehr Gas geben dürfen oder ob das jetzt so bleibt. Ich weiß es nicht. Schade finde ich halt auch, dass viele Produkte sich wirklich auch zu dem von der mittleren Variante sehr, sehr ähnlich sind. Ne? Der 13. Dezember eröffnet die zweite Halbzeit und ist super, super leicht. Mal gucken, was wir jetzt hier drin finden. Das haben die doch nicht gemacht. Also exakt 1:1 das gleiche wie auch in dem mittleren. Das finde ich furchtbar, ganz ehrlich. Also furchtbar vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Fast schon frech. The Ritual of Sakura Shampoo and Body Bar. 10 Gramm, Leute. Also das ist ja ein Witz. Wir reden von einem 150-Euro Adventskalender und die machen da sowas rein. Was ist bei Rituals los? Das ist nicht gut. Nun ja, gucken wir mal. Der 14. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen und hier steht Christmas Magic drauf. Dann gucken wir mal, wie die Magie so aussieht. Echt unglaublich. Purifying Scalp Scrub and Shampoo mit Sugar, Crystals und Argan Oil, 75 Milliliter. Leute, ich mache jetzt ja auch immer so diese Kurzvideos, ne, wo ich euch dann auch den kompletten Inhalt von dem Adventskalender einblende und so. Ich glaube, bei dem Rituals Adventskalender muss ich mir halt auch wirklich draufschreiben, welcher ist, weil das merkst du so nicht unbedingt. Das ist schon heftig, wirklich heftig und das ist nicht gut. Aber generell ist das ein Produkt, was ich sehr nice finde. Das kann man auch sehr gut anwenden, wenn man halt zum Beispiel so Pickelchen auf der Kopfhaut hat oder auch irgendwie so eine schuppige Kopfhaut oder so. Ich würde sowas einfach auch jetzt nicht permanent anwenden, weil du willst ja nicht komplett dir alles auf dem Kopf zerstören, so, ne? Ich mache das so einmal pro Woche oder alle 2 Wochen. Dass ich mir halt auch ein Kopfhautpeeling gönne. Und das von Rituals selber habe ich noch nicht ausprobiert, aber zum Beispiel das von Christophe Robin finde ich richtig gut. Den 15. Dezember musste ich gar nicht lange suchen, der steht genau davor und da haben wir unseren 3. Adventssonntag. Da bin ich mal gespannt. Hier haben wir Sweet Jasmine drin. Auch eine sehr schöne Kerze, die riecht halt super blumig, ne? Nach Jasminduft halt, aber ich mag sowas ja richtig gerne. Weiter geht die wilde Reise am 16. Dezember. Auch da hätte man was richtig Großes reinmachen können. Hier haben wir die Loving Body Cream von Ritual of Meer drin mit Sweet Orange und Cedarwood mit 100 Millilitern und ja, das ist eine sehr angenehme Duftrichtung, die ich auch wirklich sehr gerne mit Weihnachten so assoziiere, weil das hat halt einfach auch diesen süßen Orangenduft und Zedernholz und ich bin eigentlich gar kein Zitrus-Fan, aber die Ritual of Meer-Reihe mag ich sehr gerne und ja, das ist normalerweise auch eine super reichhaltige, ne? Das passt dann auch ganz gut in die Winterzeit. Schauen wir mal, was wir am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, hier drin finden. Hier steht auch drauf, Driving Home for Christmas. Ah ja, das ist süß gemacht. Luxury Care KR Freshener. Hier finde ich auch übrigens echt cool, dass wir mal eine andere Duftrichtung haben. Sonst haben wir ja immer die eher herbere, die mein Freund bekommen hat. Das wird jetzt in mein Auto kommen. Und ja, das ist eigentlich auch ein super cooles Teil, was sehr, sehr lange hält. Also ich glaube, mein Freund kommt und da ist ja auch ein Refill und so weiter mit dabei, ne? Oder 2 Refills. Der kommt wirklich ein Jahr mit einem so einem Duftding auch. So, mal gucken, wie lange der bei mir so hält. Mein Auto ist ungefähr halb so groß wie seins. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Oh nein, das haben die nicht gemacht. Das ist ein Wäscheparfüm. Laundry Deluxe Softener and Scent Booster. Also im Prinzip ist es ein Weichspüler und ein Wäscheparfum. 75 Milliliter sind hier drin. Ja, das reicht dir ein paar Anwendungen lang, aber ey, ist schön, um zu sagen, so, hey, guck mal, wir haben sowas, aber dann mach das doch in irgendwie eins der größeren rein, weil hier könntest du ja auch andere Sachen reinpacken, keine Ahnung. Aber das ist ja echt, also halt auch vom Wert nicht so ganz so der Burner. Ich weiß nicht. Okay, am 19. Dezember können Sie jetzt richtig raushauen, denn das Häuschen ist kein Häuschen, sondern ein Haus. Und hier haben wir einen Raumduft drin von Rituals, den Tulip and Japanese Yuzu Home Perfume aus der Amsterdam Collection, 250 Milliliter. Das ist ein Produkt, was ich auch in diesem Adventskalender erwarte. Das finde ich schön. Sowas kannst du für so viele Anlässe nehmen und selbst wenn du es nur im Bad verwendest, um irgendwelche Gerüche halt verschwinden zu lassen.
feiere ich. Finde ich sehr, sehr gut. Vor allem, weil dieser Ritual of Amsterdam-Duft für mich persönlich auch sehr diesen frische Wäsche-Duft ja, symbolisiert quasi, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Und hier darf auch bitte jetzt endlich mal so langsam was richtig Großes drin sein. Nö. Wobei es ist, glaube ich, auch eine Originalgröße mit 150 Millilitern. The Ritual of Hammam Body Lotion Mousse mit 150 Millilitern. Eukalyptus und Arganöl ist jetzt nicht ganz so mein Vibe, weil das dafür mich einfach zu kühl ist. Also ich finde es generell, ich brauche jetzt im Winter auch keine Erfrischung haben. Da hätte ich mir wahrscheinlich eher das von Ritual of Meer hier in dieser Größe gewünscht, aber ne, ja, finde ich aber ganz nice, dass es hier so mit drin ist und ich hatte das auch schon mal, wie gesagt, von Ritual of Meer und fand das echt cool. Das ist nämlich so ein Schaum, der wird zu einem Öl auf der Haut ganz aufregend, also das ist so ein Erlebnis quasi. Der 21. Dezember ist wieder super, super leicht. Hier haben sie es auch reingemacht, okay, ich packe das jetzt nicht aus, Leute, das ist ein Armband, ja. Okay, also letztes Jahr hatten wir diese Quaste ja überall mit bei, jetzt haben wir quasi dieses Armband, was uns verfolgt. Yay. Das soll irgendwie halt auch Positivität geben und uns erfreuen. More than just a bracelet, it helps make your dreams come true. Also da sollen deine Träume mit wahr werden. Mal gucken. Mein Traum wäre gewesen, dass dieser Adventskalender ein bisschen mehr knallt. Zwei Tage vor Heiligabend haben wir natürlich den 22. Dezember und den 4. Adventssonntag. Und hier fehlt uns noch der Duft Suede Vanilla oder Sweet Vanilla. Ja, finde ich auch sehr, sehr nice. Und dass wir das halt als Kerze und als Raumduft haben, freut mein Herz, muss ich wirklich sagen. Ja, finde ich wirklich schön. Und diese Kerzen, die brennen auch eine Weile. Wenn ihr wollt, dass die noch länger brennen, packt euch die für eine Nacht in Gefrierschrank, ne? Dann halten die wirklich noch länger. Bekommen wir gleich Besuch, Leute. Ich habe hier jetzt noch zwei Tage vor mir und das ist der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Der kommt jetzt hier im niedlichen Tannenbaum und ich glaube, ich werde jetzt für den 23. und für den 24. Dezember zwei Besucher haben. Da muss mein Freund kurz auf Julius aufpassen. Bitte. Hier haben wir einen neuen Duft drin. Das finde ich richtig cool. Nuit de Limala. Ja, Mama filmt jetzt noch ein bisschen, okay? Hier haben wir einen neuen Duft drin. Das ist Nuit de l'Himalaya mit 15 Millilitern. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die Rituals-Düfte sind auch wirklich klasse. Und ich finde es großartig, dass wir die jetzt am 23. mal drin haben. Und den werde ich mal sprühen, denn ich habe heute Morgen noch kein Parfum aufgetragen. Der riecht wirklich angenehm, sehr beerig, fruchtig. Und ich bin sehr, sehr happy, dass wir hier keinen Männerduft drin haben. Das hatten die mal jahrelang, ne, tatsächlich. Okay, Trommelwirbel, die Nummer 24 muss jetzt nochmal so richtig einen raushauen, finde ich. Meinst du auch, Julius? Und hier haben wir ihn, den 24. Dezember, Heiligabend. Der hat mich ja beim anderen Adventskalender richtig enttäuscht. Okay, hier haben wir es auch drin, aber in der Originalgröße. Immerhin die Alchemy Collection Foaming Shower Gel Amber and Myrrh mit 200 Millilitern. Das ist eher etwas für meinen Freund. Das ist nämlich so ein Duschschaum mit Amber- und Myrrheduft. Also eine neue Reihe, die wohl auch irgendwie haben oder ein neuer Duft, der definitiv sehr würzig riecht. Ne? Also das ist eher was, wie gesagt, für meinen Freund und weniger für mich. Ich bin dann halt eher blumig, fruchtig und freue mich sehr über die Nummer 23. Kommen wir nun zum Fazit dieses Adventskalenders. Er hat sehr gute Ansätze und da sind auch teilweise richtig tolle Sachen drin. Ich finde nur, dass manche Größen einfach zu klein gewählt wurden dafür, dass es ein Adventskalender für sage und schreibe 149,90 Euro ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist echt eine Stange Geld und ich weiß, dass viele tatsächlich auch jedes Jahr darauf hoffen und sparen, sich den wünschen oder ihn verschenken und da auch echt immer groß drauf bauen, dass es ein Knaller wird. Hier haben wir ziemlich viele alte Bekannte in Relation zu dem anderen Adventskalender, der einfach mal 50 Euro günstiger ist. Ich finde persönlich, dass das Parfüm definitiv ein Highlight ist, dass man hier auf jeden Fall nochmal was hat, wo man sich sehr darüber freut, kurz vor Heiligabend. Er ist es sicherlich irgendwie wert. Natürlich, aber wir werden das natürlich auch nochmal ausrechnen, dass wir den Gesamtwert uns auch nochmal angucken. Aber im Großen und Ganzen merkt man einfach, dass Ritual so ein bisschen abbaut. Oder? Schreib mir gerne mal deine Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Wie gesagt, ich bin ein ganz kleines bisschen enttäuscht. Andererseits hat das hier nochmal so ein bisschen meine Stimmung gehoben. Und jetzt möchte ich Julius in die Haie, Leute. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.